Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit einer Karte oder mit zwei Karten für den 19. August 2011. Da habe ich zum einen aus dem Göttinnen-Orakel von der Doreen Virtue die Kali gezogen, die von Ende und Anfang spricht und sagt, das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Ich lese euch da jetzt gleich mal vor, was im Buch zur Kali steht. Botschaft der Kali. Ich preise all diejenigen, deren Herzen die universelle Ordnung akzeptieren. Sie erscheint nur chaotisch und ewig veränderlich. Tatsächlich ist alles bis in das kleinste Detail so entworfen, dass es perfekt funktioniert. Der Tanz des Universums ist fröhlich. Die sich drehenden und wirbelnden Energien sind eine unendliche Feier des Lebens selbst. Reihe dich in diesen Tanz mit ein, geliebtes Wesen, und erfreue dich an dem wunderbaren Gewirk der Geschichte deines Lebens. Fürchte dich nicht vor Veränderungen oder Verlusten. Sie sind nur Ausdruck der auf ihrer Umlaufbahn vorüberziehenden Energien, die mit dir und deinen Lieben spielen. Nimm diese Erfahrungen als Beweis dafür an, dass du lebendig bist. Nimm deine tiefsten Gefühle als Zeichen deiner wahren, menschlichen Essenz. Das Bedeutungsspektrum von der Kali: Deine derzeitigen Veränderungen sind zu deinem Besten. Halte deine Gedanken positiv, denn sie haben Macht. Was wie ein Verlust erscheint, ist in Wirklichkeit der Anfang von einer guten neuen Phase. Lass die Vergangenheit los. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Über die Kali ist zu sagen, diese höchst machtvolle Hindu-Göttin wird von vielen gefürchtet, die die natürlichen Zyklen von Geburt, Tod und Wiedergeburt nicht verstehen. Kali ist die Verkörperung von Mutter Natur, die mit ihren Stürmen und Feuern das Alte hinwegfegt, um den Boden für die neue Saat und neues Leben vorzubereiten. Kali ist die Göttin, um alles zu Wege zu bringen. Wer sie um Hilfe bittet, hat eine machtvolle Verbündete an seiner Seite. Sie schiebt und schubst dich vorwärts heraus aus deiner Bequemlichkeit, damit du dein ganzes Potenzial ausschöpfst. Also, wenn ich mich da einfühle in die Karte, dann kommt mir diese Lotusblüte da unten links, die ihr hoffentlich gut sehen könnt, sofort ins Gesicht. Und zwar hat die für mich so diese Ausstrahlung, dass jetzt einfach da noch viel erblühen möchte, also in uns selbst. Dass da viel noch nach außen getragen werden möchte, was wir da lang bei uns drin irgendwie ganz tief drin versteckt haben und was wir lang nicht an die Oberfläche haben kommen lassen oder lang nicht erblühen haben lassen können, weil wir einfach uns da versteckt haben, uns klein gemacht haben, uns einfach nicht ins rechte Licht gerückt haben nach außen hin und uns vor allem selber nicht im richtigen Licht gesehen haben, uns einfach klein gemacht haben. Und da ist jetzt einfach mal die Zeit der Veränderung eine wunderbare Zeit, weil jetzt heißt es mal raus aus der dunklen Ecke und sich mal wirklich zeigen in aller Größe, in aller Schönheit, in allem, was wir können und fähig sind und was wir dem Ganzen hier an Gutem bringen können. Und deswegen ist diese Zeit jetzt gerade wieder so ganz, ganz wichtig. Und die Kali, die schubst uns da, wie gesagt, ganz, ganz gut in die richtige Richtung. Da fallen dann zum Teil eben auch Dinge weg, die uns vielleicht lieb und teuer waren. Das macht aber nun gar nichts, denn das, was dann kommt, ist noch viel besser. Also ihr solltet deshalb eure Gedanken ganz, ganz sorgsam wählen. Natürlich wieder in Richtung sehr, 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 sehr positiv und sehr, sehr erfüllt und das, was ihr wirklich wollt und das, was ihr euch wirklich sehnlichst und von Herzen wünscht, denn dann kommt das auch. Und das wird zum Teil wirklich noch von dem, was da wirklich dann auf euch zukommt, wird von dem noch übertroffen, was ihr letztendlich gedacht habt. Also lasst euch überraschen. Ihr werdet nie, wenn ihr wirklich euch auf eine gute Schwingungsebene begebt, werdet ihr nie enttäuscht werden können. Das geht gar nicht. Das Gesetz ist, dass ihr definitiv das erhaltet, was ihr denkt. Also wie gesagt, oder noch was Besseres, wie gesagt, weil die Lieben sind natürlich sehr daran interessiert, dass ihr genau
das Bestmögliche für euch in eure Erfahrung zieht, in eure Welt reinzieht und das dann erleben dürft oder haben dürft oder sein dürft, wie auch immer. Aber Grundvoraussetzung ist nun mal einfach die Tatsache, dass ihr erkennt, dass alles Negative, alle Ängste, Zweifel, Sorgen einer Illusion entspringen und dass diese Illusion euch runterzieht. Und die hat aber einfach mit der Wahrheit und der Wirklichkeit nichts zu tun. Haltet euch das bitte immer, immer, immer vor Augen. Und wenn ihr wieder in Negativität abdriftet, was natürlich gerade in Zeiten von Veränderungen oft passieren kann, dann zieht euch da selber an dem Schopf wieder raus, beziehungsweise lasst euch bitte auch von den Lieben helfen, die euch gerade in den Sinn kommen, die euch gerade am liebsten sind, sie anzurufen und sie zu bitten. Und die ziehen euch da auch wieder nach oben und zeigen euch auch mit dem nötigen Abstand auch wieder, wie es wirklich aussieht. Also, dass ihr da wieder nur irgendwelchen Ängsten aufgesessen seid oder Illusionen eben im Großen und Ganzen aufgesessen seid. Es ist alles nicht so, wie es scheint für den Verstand. Und da kommen auch zur Rechten noch die lieben Einhörner zum Tragen. Die wollten auch noch was sagen mit einer ganz, ganz tollen Karte mit Wünsch dir was. Abgesehen von der schönen Buntheit dieser Karte, die mich immer besonders anlacht, sagen sie einfach, mach einen Wunsch und erwarte das Beste. Also es ist im Augenblick wohl wieder eine tolle Zeit, um einfach sich ganz bequem in die Hängematte, in den Sessel oder sonst wohin zu begeben, sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, ihr Lieben, ihr seid ja schließlich auch noch da, ich muss nicht alles alleine machen in dieser Zeit der Veränderungen. Die Kali hilft dazu, aber eben auch die lieben Einhörner und überhaupt das ganze himmlische Team, das da ist. Wenn ihr einfach einen Wunsch habt, den ihr abschickt, wie einen Heißluftballon nach oben schickt und einfach wartet, bis er gar nicht mehr zu sehen ist und euch dann einfach total drauf verlasst und drauf vertraut, dass ihr euren Wunsch auch bekommt, so ihr ihn einfach auch wirklich loslasst und da vertraut, dann wird der sich ganz, ganz sicher auch einstellen. Und dann ist das eine gute korrespondierende Karte für die liebe Kali, die eben auch sagt, achtet bitte auf eure Gedanken und guckt immer, was ihr wirklich wollt. Und fokussiert bitte halt einfach nicht das, was ihr nicht wollt. Übt das zu fokussieren, was ihr wollt. Und wenn ihr Dinge seht, die euch nicht passen, die euch nicht gefallen, dann übt euch drin, übt euch darin, besser ausgedrückt, das zu sehen, was ihr sehen wollt. Und selbst wenn es direkt vor euch steht, dann versucht einfach es einzurichten, dass ihr euch in eine Umgebung begebt, wo das, was ihr nicht sehen wollt, vielleicht nicht unbedingt ständig um euch rumspringt. Sondern begebt euch dann einfach raus in die Natur, unter einen Baum, ans Wasser, wie auch immer, und stellt euch die Dinge trotzdem so vor, wie ihr sie haben möchtet. Auch wenn sie sich in der noch jetzigen Zeit noch so präsentieren, wie ihr sie vielleicht nicht so unbedingt haben wollt. Mit Menschen, Situationen, was auch immer. Euren Kontostand, keine Ahnung, also alles, was euch gerade mal nicht so in den Sinn passt, das ist das Jetzt, wie es gerade jetzt aussieht für euch, ist wirklich unrelevant, wollen sie euch sagen. Und sie wollen euch wissen lassen, dass das relevant ist, was ihr denkt und was ihr fühlt und wie ihr euch bezüglich eines Themas fühlt. Wählt immer die Gedanken, die euch am allerbesten gefallen, dann fühlt ihr euch wohl und dann zieht ihr das an. Immer wieder die gleiche Rede, aber unglaublich wichtig. Und ich möchte euch immer wieder motivieren und inspirieren. Inspirieren ist das bessere Wort, dass ihr wirklich drüber nachdenkt und nachfühlt, was sich gut anfühlt. Und dann seid ihr immer auf der absolut sicheren und besten Seite, die ihr einnehmen könnt oder auf der ihr euch befinden könnt. So, ihr Lieben, das war jetzt die Message für den Freitag. Wunderbar, das Wochenende geht los, lasst es euch gut gehen. Und wie gesagt, verbringt auch noch einige Zeit damit, euch das vorzustellen, was ihr wollt. Insomit freue ich mich natürlich dann wieder auf euch und auf morgen. Tschüss!